Hans Meerstorm. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Fernlichter an und darüber leuchten! Was dann wohl, hä? Ich hab's überhaupt nicht kommen sehen. Auf einmal waren die da. Ja, weil du gepennt hast, du Arsch. Ich hab kein Auge zugetan. Dann hast du eben mit offenen Augen gepennt. 16 Stunden hintereinander fahren und dann noch Wache schieben. Das hält ja auch keine Sau aus. Ich sag ja nichts. Ich sag nur, du hast gepennt. Das waren keine Griechen. Ich hab's ganz genau gehört, wie sie gesprochen haben. Das war nie Griechisch. Ja, was denn? Hast du was verstanden, oder? Nee. Aber das war nicht Griechisch. Ach, ist ja auch egal jetzt. Was haben sie euch denn abgenommen? Ja, meine Kohle.
Geld. Seine. Mir sind sie glatt ans Ärmel gegangen. Das dicke Geld rausgenommen. Ja, das haben sie mir dagelassen. Hat sie überhaupt nicht interessiert. Morgen die Ladung von Meier fertig. Ich rufe dir an, dass wir in 14 Tagen den nächsten Schwung übernehmen können. Wenn der Willers und der Meerstock bis dahin zurück sind. Wenn die länger brauchen, übernehmen die neuen den Transport. Willers und Meerstock können dann den nächsten nehmen. Wir haben insgesamt 200 Partien von Meier. Das ist ein sicheres und glattes Geschäft. Das muss auch glatt laufen, jetzt wo es wieder ein bisschen aufwärts geht. Wissen Sie was von Meerstock, wie weit die sind? Irgendwo bei Katharini. Auf jeden Fall raus aus Saloniki. Was macht ihr denn hier? Oh, wir haben so ein kleines Nickerchen gemacht. Komm mal her, das sind Freunde von mir, von früher. Kostas, Will. Tag, Meerstock. Uns hier getroffen, zusammen übernachtet. Einer schob Wache. Und eingeschlafen. Genau. Euch was geklaut? 10.000. Wie viel? Ja, meine 4. Jeder von denen hatte nochmal 3. 10.000 also. Hier in Griechenland? Ja. Habt ihr euer Geld nicht versteckt oder was? Na klar, das ist es ja hier drin, hatte ich meine, da. Der Kerl heute Nacht, der hat sofort da hingegriffen. Ist doch ein perfektes Versteck, oder nicht? Nee. Bei denen haben sie nur mit Portemonnaies gesucht und dann ab. Ich hab noch 300. Das reicht für einmal tanken, dann sitzen wir fest. Ich ruf den Chef an. Der soll uns Geld bringen. Was machst du bis dahin? Ja, bis dahin machen wir hier Pause. Du, ich hab gedacht, wir rufen Mutti an, die soll mit meinen 20 Mille rüberkommen. Hm? Nee, das dauert zu lange und so viel hat sie auch nicht mehr. Ich kenne hier in der Nähe einen Typ, der heißt Shani. Wer ist denn das? Der macht das griechische Büro für Menzinger und Schlauch. Der hat immer einen Haufen Bargeld bei sich. Der ist mir noch ein Gefallen schuldig. Ein Freund von dir? Nur nicht direkt, das ist mehr so ein Typ. Von dem kriegen wir das Geld. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Macht ihr weiter, ja? Bis nachher im Dorf. Ja, tschüss. Ja. Shani, du müsstest uns mal ein bisschen Geld pumpen. Mein Kollege hier, der ist heute Nacht ausgeraubt worden. Bis aufs Hemd. Das ist wirklich interessant. Und darum soll er euch ein Geld geben, ne? Ja. Der hat nicht mal mehr das Benzingeld. Und ich habe leider auch nicht genug. Aber ich hab's ja nicht. Ich hab's. Ich hab einen Goldscheißer für euch, ne? Gebt den Euro-Scheck. Euro-Scheck jetzt her, aber was mache ich denn da mit einem Euro-Scheck? Da kann ich doch gleich auf die Bank gehen und den Leuten ein paar Witze erzählen. Da haben sie mehr davon. Euro-Scheck. Also, was ist? Was soll sein? Nix ist. Nix. Ne? Sag mal, wer ist dir einen Gefallen schuldig? Shani. Du, pass mal auf. Ey, das passt mir einfach. Ja. Leiden wir euch, Leiche kann gehören. Und was, warum nicht? Weil ich es nicht zurückkriege. Wer gibt mir das Geld wieder zurück? Ha? Du vielleicht, du, ausgerechnet du. Ha? Meine Firma, Littermann.
Die Firma mit. Ich sage, weißt du auch nicht, was mit der Firma los ist? Nein. Aus ist! Pleite sind's. Und jetzt zum letzten Mal, bitte. Von mir kriegt's kein Geld, und wenn's euch am Kopf stellt, sucht euch einen Depperten. Aber mir lasst sie in Ruhe. Den Blödsinn, diese Geldscheißerei. Das ist doch schöne Freunde. Günther, lass uns mal einen Augenblick allein. Ich muss mit dem Mann mal unter vier Augen sprechen. Macht's kurz, ich kann so Zärtlichkeiten unter Männern nicht leiden. So, Schani, jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte und du wirst gleich merken, dass es eine wahre Geschichte ist. Und dann wirst du uns jedes Geld pumpen. Jetzt erzähle ich die Geschichte überall rum und dann kommst du in den Knast. Wegen Bestechung. Und das hat sich abgespielt im November 1977, am 25. Lass mich in Ruhe! Man kann ja doch über alles reden, wirst du nicht gleich. Sicher. So, machen wir. Ich weiß gewusst, dass du ein intelligenter Bursche bist. Kommt sie jetzt ab, 4.000. Drachmen, ne? Moak. Mark. Ist in Ordnung? Was ist sein? Ah, dachte mir so. Bitte. Wiedersehen. Was mit dem gemacht? Nichts, warum? Wieso gibt ihr dir plötzlich das Geld? Kleiner Gefallen. Habe ich dir doch gesagt, dass er mir den noch schuldig war. Euch geht's ja wohl, danke, wa? Die meiste Zeit des Lebens wartet der Mensch vergebens. Trotzdem, zur Polizei hätte er schon mal gehen können. So schlau waren wir auch schon. Die mochten unsere Geschichte nicht. Die wollen die von dir her. Wieso? Ja? Die glauben uns nicht. Komm, hier geht's lang. Ja, gehen wir mal. Primer capitano. Primera. Αυτοί εδώ είναι οι φίλοι μου από τη Γερμανία. Ο κύριος Βίλας, που του κλέψαν χθες το βράδυ τα λεφτά, και ο κύριος Μέστο, ένας καλός φίλος από τη Γερμανία. Okay. Μπορείτε να μου περιγράψετε τι ακριβώς έγινε χθες το βράδυ. Πασάτα. Kannst du mir erzählen, was gestern Nacht los war? Ja, also, wie es anfing, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich mitten in der Nacht wach wurde und schon... Ξύπνησε τα μεσάνυχτα περίπου. Τι ώρα? Um wie viel Uhr war das? So um drei. Quasi 30 Uhr περίπου. Da haben sie uns alle aus den Wagen rausgeholt und jedem das Geld abgenommen. Das war alles. Πόσα χρήματα το πήραν? Wie viel, Günther? 4.000 Mark.
4000 Mark. So viel Geld tragen Sie sich herum. Ja, das brauche ich. Der kann ja Deutsch. Natürlich. Und wofür brauchen Sie so viel Geld? Von wem haben Sie das Geld? 4000 Mark. Da sind 70.000 griechische Drachmen. Ja, das sind für Benzin und Mautgebühren, Zoll und das Laufende und das ist mein Geld für die Reise. Und natürlich sind Sie versichert. Ja, klar. Und die Räuber haben das Portemonnaie abgenommen und das ganze Geld rausgenommen. Nee, nee, nee. Hier, in dieser Seitentasche trage ich immer das große Geld. Warum? Ja, damit es nicht geklaut wird. Und doch ist es Ihnen geklaut worden. Tja. Kennen Sie den Mann, der Ihnen das Geld gestohlen hat? Woher? Waren ja alle vermummt. Natürlich, also der hat nicht also nach Ihrem Portemonnaie gegriffen, sondern also in diese wunderschöne Versteckte. Ja, genau. Vielleicht haben Sie den Mann doch gekannt. Wie meinen Sie das? Νομίζω ότι σε έξω παραμύθι μου, πάνω στην φτιαγμένη δουλειά και μετά με ρωσιά. Ετοίμασε ένα πρωτόκολλο και λέμε να αφήσετε από τα μάτια σας. Ευχαριστώ. Επίσης την εφόρη σας σύντρο για να τον ανακρίνουν και πάλι πρωτοφύγει. Ich habe meinem Adjutanten erklärt, dass ich Ihnen diese Geschichte nicht ganz glauben kann. Was soll das? Sie müssen doch zugeben, dass es etwas Merkwürdiges ist, wenn die Räuber die Portemonnaies ihrer Kollegen wegnehmen und ihnen nur in diese Seitentasche greifen. Die anderen können es bezeugen, er war auch dabei. Ich bezweifle nicht, dass so abgelaufen ist. Ich muss jedoch annehmen, dass Sie den Dieb gekannt haben und er Sie. Sonst hätte er dieses eigenartige Versteck nicht so zielsicher gefunden. Was soll das heißen? Das heißt, dass Sie vielleicht mit dem Dieb zusammengearbeitet haben. Bleiben Sie sitzen! Ich lasse mich nicht Betrüger nennen. Das hat bei der Türkei schon mal mit mir gemacht. Das kommt kein zweites Mal vor. Das heißt, reißen Sie zusammen, sonst soll ich alles verlassen. Ach ja, einsperren, ne? Das könnte Ihnen so passen. Oh. Entschuldigung, er hat sich böse gemeint. Das ist die Hütte. Bitte, bitte. Danke. Begleite Sie, Ihr Freund, hinaus. Und so bald mehr, du glühst dich alle da vorne, ist die Zoe. Tut mir leid, du, aber ich dachte, du drehst durch. Wäre ich auch beinahe, der Spinner. Irgendwo kann ich ihn verstehen. Ach, ich werde beklaut und die Polizei hält mich für einen Ganoven, das kannst du verstehen, ne? Naja, wenn dich jemand beklaut und noch nicht mal deine Brieftasche haben will. Woher hat der Typ gewusst, dass dein Geld hier oben drin ist? Weiß ich doch nicht. Wer ihn kennt? Aber ich kenne ihn nicht, verdammt nochmal, und ich stecke mit ihm auch nicht unter einer Decke. Und er wollte wirklich nur da oben rein und sonst in keine Tasche? Ja, hat kaum mal das Geld gehabt, ist er abgehauen. Hier, das hat er mir dagelassen, 300 Piepen. Da, ja, dann muss er dich doch gekannt haben. Wie lange tust du dein Geld schon da oben rein? Ach, ewig. Seit 69, als ich in Persien war. Sag mal, als du beim Sengle gefahren bist, da bist du doch mit anderen Kollegen zusammengekommen. Ja, wieso? Oh, vielleicht hat da mal einer beobachtet. Meinst du, ein Kollege? Ja, wer soll denn sonst dein Ärmelversteck kennen? Also, mit wem bist du gefahren? Naja, früher immer mit dem Mehlmann, ab 72 dann mit dem dicken Meyers und mit dem Volkers. Nee, der Mehlmann ist vor 14 Tagen in Bulgarien einen Brückenpfeiler gefahren. Der liegt in Rosenheim. Genau. Auf dem Friedhof. Der dicke Meyers war es nicht. Na, war es denn ein Dicker, der dich beklaut hat? Nee. Na, dann bleibt doch nur noch Volkers übrig. Ist das der Typ mit der Halbglatze? Ja. Der mit dem großen Maul? Ach ja, aber der war es nie. Er ist damals schon nach 2 Jahren ausgestiegen. Hat so viel Moos zusammengefahren, dass er sich eine Kneipe aufmachen konnte. Und? Hat er die Kneipe noch? Na sicher, läuft doch von alleine. Ey, der hat das gar nicht nötig. Volkers, ich hab da eine Nase für. Hey! Das war doch Volkers! Mach keinen Quatsch, wir hätten uns eben beinahe darauf geeinigt, dass das nicht war. Also fang ich nochmal von vorne an. Ja, mal, aber der Dorfpolizist hat ihn nur gesehen. Vor 3 Tagen. Wieso? Kennt er jeden Fahrer, der hier durchfährt? Adresse, Schuhgröße, Kragenweite oder was? Nein.
Aber Volkers kennt er. Ja, wieso kennt er gerade den? Weil er seit 4 Monaten hier rumhängt. Sowas fällt auf. Das kann doch nicht wahr sein. Also wenn das stimmt, was machen wir jetzt? Dann sagen wir schönen Dank. Tschüss. Wiedersehen, Kostas. Tschüss, Kostas. Danke, ne? Und steigen wir. Was macht ihr denn? Wir warten auf unseren Chef. Wenn ihr das Geld kriegt, denkt an unsere 3000 für jeden. Klar, wir wissen ja gar nicht, wo wir suchen sollen. Aber wenn wir es kriegen, kassieren wir für euch mit. Ja, danke. Die beste Idee nehmen wir in der Badewanne. Ich morgens nach dem Aufwachen, da habe ich ganz helle Momente. Du. Oder beim... Nee, da muss ich mich voll konzentrieren. Du. Ja, wir müssen bald mal einen Schlachtplan entwerfen. Ne? Ich weiß, ein schönes, lauschiges Plätzchen. Ah, danke. Ist ja nicht haarschneiden. Was würdest du machen, wenn du die 10 Mille geklaut hättest? Ich würde erstmal zum Friseur gehen. Aber ich weiß nicht, du. Ja, hier ist er nicht. Na gut, ich würde mir die größte Kneipe in der Stadt suchen und eine schöne Stubenlage spendieren. Mal ohne Flachs. Ich würde natürlich abhauen, ist doch klar. Eben. Und zwar so schnell wie möglich, ja? Ja, am besten auf einer Rakete. Wie wär's denn ganz einfach mit dem Flugzeug? Ja, mit dem Flugzeug, ist eine gute Idee. Genau, mit dem nächsten Flug nach Hause Geld anlegen. Ja. Das heißt, er ist gestern geflogen oder er fliegt heute? Oder morgen oder übermorgen. Und wenn er schon weggeflogen ist, dann ist er weggeflogen. Nee. Was? Dann steht er auf irgendeiner Passagierliste. Das heißt, wenn ich auf einer der letzten Tage den Namen Volkers finde, dann wissen wir, dass er es war. Das ist ein guter Einfall, Mr. Schollerbohms. Oh, danke, Mr. Jerry Cotton. Also, ich zieh dann mal. Nee, bleib noch mal. Wenigstens ist ihm nichts passiert. Wie das? Ja, der ist mit dem ganzen Konvoi ausgeraubt worden. Kannst du mir sagen, was da los ist? Der Teufel ist da los. Also, wenn du willst, ich fahr gleich hin und hau die Jungs da raus. Nee, Mixchen, lass mal, die sind schon weiter. Das Fernschreiben kommt aus dem Hotel. Also, pass auf. Du, Annette, kannst du versuchen, einen Direktflug nach Saloniki zu kriegen, heute noch. Entschuldige, ich hab dich unterbrochen. Macht nichts, war nicht so wichtig.
Fehlanzeige. Aber die Idee war gut. Ja, wenn sie funktioniert hätte. Du, pass mal auf, wenn die uns in ihre blöden Passagierlisten nicht reingucken lassen, dann gehen wir rüber zur Polizei, erklären denen den ganzen Fall, dann lassen die uns reingucken. Komm. So, eine dicke Fehlanzeige. Ist doch ganz klar. Warum sollen die uns die ganze Story glauben? Wenn uns schon der Dorfpolizist nicht geglaubt hat. Deswegen brauchen sie uns doch, um die Pässe abzunehmen. Überprüfung. Wir gehen hin, damit sie uns helfen, und die behalten die Pässe da. Entschuldigen Sie, bleibt es bei der Ankunft 17:20? Ja, wir werden pünktlich landen. Ach, und bringen Sie mir noch einen Cognac, ja? Gerne. Ein bisschen meinen Charme spielen lassen, Blick in die Liste geworfen. Um 18.35 Uhr fliegt Volkers nach Frankfurt. Okay. Ja. Dann kannst du ja losgehen. Aber er fliegt nicht. Er fliegt nicht? Nee. Warum nicht? Weil wir ihn vorher schnappen. Jetzt ist 5. In einer Stunde muss er durch die Kontrolle. Komm. Mensch, Franz. Weißt du, wie du aussiehst? Hey, wie? Wie ein Indianer, der sich anschleicht. Du musst ein ganz lockeres Gesicht machen. Guck mal so. Du musst dich umdrehen, da kommt er nämlich. Pass mal auf, ich lasse ihn an mir vorbei und du greifst ihn in dein alter Indianer. Hä? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich nehme den Pass mit. Auf Wiedersehen. Ich suche ihn schon mal, ja? Non vedremo.
Entschuldigen Sie, ich muss da rein. Die Leute, die Sie da eben reingeführt haben, die kenne ich, das sind meine Angestellten. Richten Sie ihn aus, dass ich im Hotel Xenia zu erreichen bin. Hotel Xenia. Κάνατε τρομακτική φασαρία. Καταστρέψατε ένα σωρό πράγματα και φέρατε αντίσταση στα όργανα της αρχής. Was sagt er, Herr Schlitter? Ich verstehe kein Wort. Aber ich wette, der spricht von Widerstand gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung. Hast du etwa Widerstand geleistet? Nee. Du? Nee. Nein, Ochi. Oder hast du vielleicht doch? Nein, ganz bestimmt. Also das wisst ihr doch noch. Sachbeschädigung. Ja. Ja. Eine Türklinke. Jesus, gli spassate die Porte. Warum? Weil sie uns vorhin nicht geglaubt haben. Weil wir den Mann selber greifen wollten. Den wir dann natürlich anzeigen wollten. Το κύριο Volkers. Sie sagen es. Και πού είναι τώρα αυτός ο κύριος? Wo? Ja, weg ist er. Ja, weil sie ihn hier haben entwischen lassen. Und uns haben sie dafür verhaftet. Den Verbrecher haben sie ja noch nie gesehen. Εγώ πάντως δεν τον είδα. Er glaubt uns nichts. Keine Silbe. Sprechen Sie Deutsch, ja? Mein Name ist Mittermann. Für mich ist ein Zimmer reserviert worden. Guten Morgen, Frau Mittermann. Ich habe eine Mrs. für dich. Für mich? Ja, eine Mrs. Zani. Arbeite für Sie. Mrs. Zani? Kennen Sie das Alcazar-Viertel, die Vironos-Straße? Wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas behilflich sein kann. Eine hübsche Frau tut mir ja gerne etwas. Vielleicht können wir ins Auto einsteigen und ein bisschen rausfahren. Ich setze mich zu Ihnen ins Auto. Ach so, nett. Ja, dann vielleicht ja, dann können wir da einen Kaffee trinken. Kommen zusammen. Sie zur Sache. Ja, bis ab. Tja, es wird Sie wahrscheinlich interessieren, wie es dem Meersdorf und dem Windows geht. Ne? Ich weiß nicht mal, warum Sie festgehalten worden sind. Am Flughafen? Na, aber das ist ja eine Kleinigkeit. Das bringt Ihnen höchstens eine Geldstrafe ein, aber das andere ist viel gefährlicher und viel unangenehmer. Der Meersdorf hat Sie von mir 4.000 D-Mark gebracht. Gewissermaßen in Ihrem Namen. Im Namen Ihrer Firma. Das ist doch unmöglich. Ja, das habe ich mal gedacht, ne? Aber es ist leider so. Und er hat sich mir gegenüber in einer Art und Weise benommen, dass es mir vollkommen unmöglich ist, von meiner Anzeige wegen Raubes und Körperverletzung Abstand zu nehmen. Morgen beginnt schon die Anklageverhebung. Und dann, natürlich, dann ist es zu spät, wenn es einmal läuft. Ja, wenn ich Ihnen das Geld wiedergebe? Wenn Sie mir das Geld wiedergeben? Ja, dann könnte ich natürlich meine Anzeige zurücknehmen. Ich meine, Sie müssen mir natürlich meine Spesen und Grundkosten ersetzen. Dann könnte ich ohne weiteres sagen, ich... Nein. Begehrt. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Aber, meine Liebe, lassen Sie das ruhig. Lassen Sie das meine Sorge sein, ne? Aber ich kann Ihnen doch unmöglich 4.000 Mark geben, die kann ich nicht beschaffen. Hier nicht und zu Hause nicht, hier schon gar nicht. Das ist bedauerlich, das ist wirklich sehr bedauerlich für alle Beteiligten. Da haben wir es. Na, also, setzen wir sie mal nieder. Reden wir weiter. Wenn Sie warten, bis ich geliefert habe, dann bin ich wieder flüssig. Nein. Ungern. Das hat mir der Meisterung auch schon vorgeschlagen.
Sie meinen also jetzt? Genau genommen, ja. Herr Ober, Bio Café des. Ha? Du hast verstanden? Bio. Wie viel Spesen hatten Sie denn gedacht? Ja, 1000, ne? D-Mark natürlich. Alles, was ich bei mir habe. Ja, ernst. Das sind 500 Mark. Ich hab dir 1000 gesagt. Ja, aber ich hab nicht mehr. Ja, im Hotel? Auch nicht. Meine finanzielle Situation ist... Du bist beschissen, ja, sowieso. Aber gut. Also. Schön, gut. Ich nehme das als Anzahlung und als Beweis Ihrer Zahlungswilligkeit. Nein, meine Verehrtesten. Kann ich doch keinen Wunsch abschlagen. Sie ziehen also die Anzeige zurück? Die Anzeige? Geht wirklich nicht. Das sind nur meine 4.000 Mark, die sind dann ausständig, ne? Dann geben Sie mich die 500 Mark wieder, dann wird aus der ganzen Sache nicht. Frau Zimmermann, was fällt... Mittermann ist ja gut. Was fällt Ihnen denn ein, sagen Sie? Ich kann doch nicht einfach... Meine Spesen soll ich Ihnen wieder zurückzahlen? Nein, das ist doch wirklich unglaublich. Und mir ist dann gut Willis? Das ist allerdings schlimm, nicht? Das ist schlimm, das gebe ich zu, nicht? Ich meine, die müssen auf jeden Fall so lange im Gefängnis sitzen bleiben, bis ich meine 4.000 D-Mark wieder habe, nicht? Das ist natürlich bei diesen Gefängnissen hier eine schlimme Sache, weil das ist hier kein Honiglecken. Was haben Sie denn jetzt schon wieder? Aber bleiben Sie doch hier. Schauen Sie, vielleicht findet sich irgendein Weg, dass ich zu meinen 4.000 D-Mark wieder komme. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Sind's doch gescheit. Ich will doch nur meine 4.000 D-Mark wieder haben. Dann lasse ich Sie in Ruhe, auch privat, wenn es unbedingt sein muss. Obwohl es mir natürlich persönlich meine ich, sehr unangenehm wäre, wenn wir zwei das nicht vielleicht wiedersehen könnten. Ha? Wenn die beiden im Gefängnis bleiben, dann können Sie das Geld nicht wiederholen. Dann haben Sie selbst Schuld, wenn Sie nichts kriegen. Das würden wir wollen. Ja, von dem, der es Ihnen geklaut hat. Holen Sie sich doch selber. Schön, aber von wem? Volkers. Horst Volkers. Gestern am Flughafen hätten Sie beinahe erwischt. Ah, so schaut ihr an. Der Volkers hat's geklaut. Sie kennen ihn? Und ob ich den kenne? Volkers. Na? Wie geht's? Das ist bei uns. Los, komm. Hä? Nix. Du sollst mitkommen. Sonst erzähle ich allen, was du für ein Ding dreht hast, du Grippi, du. Was willst du von mir? Na, was werde ich wollen, hä? Dreimal darfst du raten. Ist gut. Außer damit. Außer mein Geld.